Hey, wir sind zu einer weiteren Folge von DS4. Ja, wir sind heute hier mit 54 Teilnehmern, eben mit den vier Gestürzten ebenfalls. Und wir starten mit einem seltenen Gast im ersten Durchgang mit Mohamed Irfan Sintima. Schauen wir mal, ob er heute wieder Weltcup-Punkte machen könnte. Dann hätte er nämlich vielleicht auch eine Chance, Alto zu überholen, aber der ist auch hier im ersten Durchgang, also mal schauen. Ja, auch hier Sintima ganz okay. 141 Meter. Noten gut. Also, sprich, würde nichts dagegen sprechen für den zweiten Durchgang. Mal schauen, wie sich der so entwickeln wird, der erste jetzt. Anti-Alto jetzt. Nee, der kann nicht besser sind, immer hier springen, das kann man schon mal sagen. Also, er könnte hier Alto im Gesamtweltcup überholen. Schauen wir mal, ob das so gelingen wird. 135 Meter jetzt für Alto eben. Das war wahrscheinlich zu wenig. Der nächste, Gregor de Schwanden. Was schafft er? Einen sauberen Sprung, einen sehr, sehr sauberen Sprung. 145,5 Meter. Rang 1. Supernoten. Kann man schon mal so stehen lassen. Der nächste, Stefan Huller für die Polen. Ja. Auch nicht schlecht. Hier 143 Meter. Rang 2. Kann man schon mal machen. Auf jeden Fall vor Sintima und das wird für ihn hier zählen. Markus Eisenbichler. Schafft er heute auch wieder mal in den zweiten Durchgang zu kommen und ordentlich zu punkten? Wir werden sehen. Auf jeden Fall, er ist gut unterwegs auch hier. Auch die Weite stimmt. 146 Meter. Noten gehen klar, aber er ist auf Rang 2, da Geschwanden dann doch bessere Noten hatte. Aber trotzdem, gute Ausgangslage erst schon mal für den zweiten Durchgang. Der nächste, Andreas Stjernan. Ja, das war möglicherweise ein bisschen zu früh. Und da bekommt er direkt auf die Schnauze, da, wenn man den Vorbau nicht ordentlich schafft, je mehr hier man schon keine Chance mehr hat. Nächster, Robert Johansson. Schauen wir mal, wie es ihm gelingen wird. Ja. Auch er ganz gut unterwegs. 143,5 Meter. Das ist ein reiner Moment. Und ja, steht auch nicht schlecht da. Mal schauen. Jarkko Meete jetzt. Ja, von den ersten 10 in der Qualifikation haben sich 8 qualifiziert. Die sind jetzt herunten. Der Meete platziert sich erstmal auf Rang 5. So, als nächstes kommt Takeuchi. Mal schauen, wie es ihm gelingen wird. Hier und heute. Auch ein bisschen weniger. 141,5 Meter sind es im Endeffekt geworden. Das ist im Moment der sechste Rang. Und als nächstes darf jetzt Domen Prius runter. Mal schauen, was ihm gelingen wird. Ja, der Absprung war nicht schlecht. Ja, die Höhe passt auch. Und er kommt da runter. Die Landung war eher zu. Lässt eher zu wünschen übrig. 146,5 Meter. Weiteste Weite bisher. Aber nur Rang 3. Piotr Schiller jetzt. Hier muss man den feinen Balanceakt gehen zwischen Weite und Noten. Weil dann hier dann doch oft mal die Note auch entscheidet. Piotr Schiller hat hier 140,5 Meter gelandet. Und damit ist er auf dem drittvorletzten Rang, nämlich auf Rang 9. Weiter geht's mit Stefan Laie. Was schafft er hier bei seinem Heimspringen? Wahnsinn, super Sprung. 148 Meter, gute Noten. Und da führt er jetzt einmal. Und das war Höchstweite, auch mit der Qualifikation zusammengerechnet, ist nur er und William Rhodes auf die Weite gekommen bisher. Rhodes in der Qualifikation mit einem Kacherl, aber Laie mit einem Telemark hier. 143 Meter jetzt für Ronan Lamy Chapuis. Supernoten, Rang 5. Ja, Laie, der wird jetzt erstmal ordentlich lange führen. Wenn er nicht den ersten Durchgang gewinnt, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Michael Heiberg jetzt. Auch er kommt gut runter. Ja. War bei der Hillsize 146 Meter, Rang 3. Kann sich sehen lassen.
Kann sich sehen lassen. Mackenzie Boyd Close jetzt für den kanadischen Skizirkusverband. Was? Ja. Keine Ahnung. Trotzdem, auch eher gut. 145 Meter, Rang 5. So kann man es doch stehen lassen. Davide Brisadola. Was macht der Italiener hier und heute? Wir werden sehen. In der Qualifikation war er gut unterwegs. Hier ein bisschen nachgelassen. Aber das machen ja viele teilweise. Rang 13, das wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn man das so hochrechnet. Aber es kommen ja noch viele. Zum Beispiel jetzt Marat Schaparov. Ne, auch er bekommt nicht wirklich einen hohen Luftstand über dem Vorbau und stürzt dann unten ab und kann von nicht von der Höhe über dem Vorbau profitieren. 130 und ein halber Meter nur für Schaparov. Der nächste ist Markus Schiffner. Hat jetzt mehr oder weniger Seitenwind statt nur Aufwind, also ist ganz schwierig hier im Moment. Schiffner kommt aber trotzdem gut raus. Nimmt das mit und er landet schön bei 145 Metern. Das ist im Moment auf Rang 7 damit. Auch nicht schlecht. Nächster, Andreas Kofler. Hier werden die Österreicher nacheinander rausgeschmissen. Naja, einer gut, einer schlecht. Mehr oder weniger als hier. Und 38 und ein halber Meter nur für Kofler. Das wird nicht reichen. Sebastian Coloredo, der nächste Italiener. Kann sich einer zumindest qualifizieren. Insam würde ja noch oben stehen, aber schauen wir mal, ob Coloredo jetzt irgendwo hinkommt in der Qualifikationsreichweite. Jawohl, 145 Meter, Rang 5. Ich glaube, damit ist er ziemlich safe. Muss eigentlich, weil es eine gute Weite ist. Peter Preutz jetzt. Ja, Preutz auch hier. Gut, gleich mit der Qualifikation schon. Er kann sich sehen lassen, 145 und ein halber Meter, gute Noten, Rang 4 damit. Also, das passt schon mal. So, Ati Aigro jetzt. Der ist das nächste dran ist. Mal schauen, was der jetzt macht. Ja, Rang 12, nicht schlecht. Clemens Aigner der nächste jetzt. Was macht Aigner? Wir werden sehen. Auch er ist gut rausgekommen, aber der Wind ist halt nicht ganz perfekt, aber 141 und ein halber. Ja, wird schwierig jetzt hier tatsächlich. Rang 15 im Moment für Aigner. Masson de Combes-Savoyard. Wind spielt gerade nicht hundertprozentig mit, wie schon gesagt, aber die Springer machen ihr Bestes. Ja, für Savoyard wird es wohl ein bisschen zu kurz gewesen sein. 139 Meter, Rang 20. Manuel Fettner auch in der Qualifikation gut gewesen, aber hilft ihm das jetzt hier bei einem nicht optimalen Wind? Naja, kommt auch nur flach raus, aber kommt unten wieder ein bisschen höher. 141 und ein halber Meter hier. Ist mit Takeuchi und Aigner ex aequo. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das reichen wird. Daiki Ito, der nächste. Es sind dann noch knapp 30 Leute oben. Und der zweite Durchgang lässt nur 30 Leute rein. Also, mal schauen. 144 und ein halber Meter ist hier im Moment nur Rang 13 wert. Also man merkt dann doch, die Leistungsdichte weiter vorne ist ziemlich hoch. Karl Geiger. Ja. Auch er. Um die Hilsers rundherum. 144 Meter. Gute, ja, passable Noten. In dem Fall Rang 10. Weil bei mir muss man ja schon vor 19.0 sagen, dass es eigentlich ganz okay ist. Und 18.0 schlecht ist. Also. Was im Weltcup schon mal fast nie sieht, ne? 19.0 oder 19.5 oder so irgendwas. Juri Tepesch fällt jetzt hin bei 143,5 Meter. Das wird wieder interessant, ob wir den dann im zweiten Durchgang sehen werden. Wahrscheinlich schon. Das heißt, ein oder andere wird wahrscheinlich dann auch im Zeit noch keine Weltcup-Punkte machen. Damit. Kevin Bickner. Auch viel zu kurz jetzt hier. Also der fällt immer weiter zurück jetzt im Gesamtweltcup. Hat eigentlich seitdem er aus dem Top 10 geflogen ist, glaube ich, nicht mehr gepunktet. Kann das sein?
Möglich ist es. Nur Rang 25 hier jetzt für ihn. Der nächste, Alex Insam. Naja, schon lang auch eher zu spät. Nach Startnummer 34 kann man schon mal sehen, dass die ersten 10 qualifiziert sein werden. Mal schauen, mal schauen. Ja, Simon Ammann erst jetzt mal dran. Ah, könnte auch kurz gewesen sein. 142 Meter, Rang 17. Schauen wir mal, wie es im Endeffekt reichen kann oder nicht reichen wird. Wir werden sehen. Ryoyo Kobayashi jetzt. Ja, Kobayashi. Auch er zu kurz. 138 und ein halber Meter, Rang 24. Alexei Romaschow, der nächste. Was schafft der Russe? Windverhältnisse wären gut. Auch er gut unterwegs. Rang 6. Also Rang 46 würde ich schon sagen. 146 Meter, Rang 3. Ich sehe mal mit Michael Heiberg hier an dieser Stelle. Aber wie gesagt, Stefan Laie führt noch immer mit einem Respektabstand vor Gregor de Schwanden und jetzt Michael Heiberg und Alexei Romaschow ex aequo dahinter. David Kubacki jetzt. Ja, Kubacki kommt auch gut raus, aber er stürzt hier unten dann wieder ab. Was bedeutet 143 und ein halber Meter? Bedeutet im Moment Rang 14 und ja, ich glaube, hier wird es langsam eng. Und selbst hier könnte es schon eng werden. Also, schauen wir mal. Die ersten 10 sind jetzt mit dabei. Daniel André Tann ist der Nächste, der jetzt runter darf. Man müsste jetzt Elfter werden, dass man dabei ist. Tande kommt über die Hillsize. Das bedeutet, er ist auf Rang 7 und mit dabei. Das heißt, die Leute bis inklusive Sebastian Colredo sind im Moment mit dabei. Der Rest muss ich jetzt irgendwie erhoffen. Quasi. Andreas Wank. Was schafft er? Was schafft er? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall schaut er nicht schlecht aus. 145 Meter, Rang 10. Ja, das war gut. Andreas Alamomo. Was schafft er? In der Qualifikation hat er schon mal einen ordentlichen rausgehauen. Aber der ist dann halt nicht wirklich gestanden, ne? Der war gut. 146,5 Meter. Gute Noten. Rang 2 damit. Und ist der erste, der so ein bisschen an Leih rankommt zumindest. Weiter geht's mit Junshiro Kobayashi. Was schafft Kobayashi? Der zweite hier im Felde. Dem Bruder ist ja nicht so gut gegangen. Ja, naja, naja, naja. 139 Meter. Damit ist er schon draußen, glaube ich, ne? Nicht ganz, Rang 29, aber so gut wie. Lukas Schlaber jetzt. Was schafft der Tscheche? Der geht auch gut raus. Ja, sollte es eigentlich auch geschafft haben. Hier mit Rang 14, 144,5 Meter. Schaut auf jeden Fall gut aus für ihn. Clemens Moranka jetzt. So. 15 müssten jetzt mit dabei sein. Mit dem sind es jetzt 16, Rang 27. Das heißt, bis Lamy Chapuis müssten es Leute dabei sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Der nächste ist jetzt William Rhodes. Top weit in der Quali. Er weiß, wie man hier springt. Ja, kommt nicht ganz so weit, aber auf 144 Meter. Ist im Moment, wohlgemerkt, noch zu kurz. Ist im Moment tatsächlich noch zu kurz. Schauen wir mal, was jetzt Wellinger macht. Da fehlt auch was. 142 Meter, Rang 24. Der nächste, Richard Freitag, kann eher unter die Top 20 kommen. Oder besser gesagt im Moment 18. Und sich damit qualifizieren. Nein, eigentlich muss er nur 19er werden. So, das macht er noch nicht. 143,5 Meter, Rang 22, da ist er noch außerhalb. Und ja, Aigro und Kubacki noch dabei. Darauf wird sich jetzt auch nichts ändern. Aber Popping muss das auch erstmal schaffen.
Nope. 141 Meter, Rang 31. Das wird nichts mit der Wiederaufnahme in den Top 30 für ihn. Ja, so wie es jetzt im Moment ausschaut. 10 sind noch oben. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ja, genau so ist es. Das heißt, bis zum Start, bis zum 20. Rang sind im Moment alle mit dabei, wahrscheinlich auch plus inklusive hier Tepesh, was aber blöd wäre, weil hier wahrscheinlich sich nicht mal Leute mit dieser Weite qualifizieren werden, obwohl zwei haben schon gemacht, beziehungsweise drei. Also, naja, was soll's? Weiter geht's mit Jaka Walla. 10 noch oben, wie gesagt. So, was macht Walla hier? Ja, ja. Ganz okay. 144 Meter lang, 13 erstmal hier. So, Noriaki Kasai. Erstmal. Am Stissel. So, 143 Meter, Rang 24. Muss noch ein bisschen zittern damit. Aber schauen wir mal, wo er sich am Ende dann bewegen wird. David Siegel. Sehr unscheinbar bisher. Aber normalerweise ist er hier und da mal dabei. Hier wird es wahrscheinlich nichts werden. Nein, 142, Rang 35 nur. Wahnsinn, was hier für ein Niveau herrscht. Gregor Schlierenzauer. Das könnte ein guter Sprung wieder sein. Ja, so schaut es auch aus. 146 Meter Supernoten, das ist Rang 3. Das ist Rang 3. Weiter geht's mit Robert Kranjec. Der hier auch vielleicht noch ein Wörtchen mitsprechen möchte. Ja. Wird wahrscheinlich ein bisschen kurz. Nee, doch nicht. Hat genau gereicht. 144,5 Meter. Noten okay. Rang 15. Damit ist er mit dabei. Wojtek Sturza jetzt. Was schafft hier Sturza? Was schafft Sturza hier? So, um das Deutsch auszudrücken. Nichts, leider. Das war nichts. Rang 44 nur für ihn. Damit ist er schon mal draußen. Freitag jetzt auch mit dabei. Die ganzen Österreicher hier auch draußen schon. Sind immer schon lange draußen. Ja, Wellinger darf noch hoffen. Aber wird wahrscheinlich auch knapp. Und ja, schauen wir mal. Kenneth Gang ist jetzt. Was schafft er? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch eher hoch unterwegs. Auch eher gut. 147 Meter aus Rang 2. Das kann man schon mal machen. Super Sprung. Anders Fannemel. Der nächste. Damit auch der nächste Norweger. Ja, auch er. Gürtel Hilser ist 145,5 Meter. Rang 10. So, jetzt noch zwei oben. Das wären jetzt hier, ja, mehr oder weniger draußen, aber die sind schon safe. Janne Damen jetzt. Mete kann nur hoffen, dass die beiden Besten im Moment jetzt versagen. Damian könnte jetzt versagen, der hat ja letztes Mal schon versagt. Ja, der ist weg. Oder? Nein! Naja. 142,5 Meter, Rang 30. Naja. Achso, er ist ex-equo mit Mete jetzt. Okay, Mete auch noch nicht draus. Ich wollte sagen, Mete ist jetzt weg zumindest. Aber so ist er auch nicht. Wladimir Zografski, was schafft er? Was schafft er jetzt? Er braucht mindestens 142,5 Meter. Also weiterhin hier im Bewerb ist. Und das schaut gut aus für ihn. Jawohl. Damit schmeißt er seinen Weltcup-Konkurrenten raus und belegt selbst Rang 9. So kann man es machen. Und so baut man auch gesamt Weltcup-Führungen aus. Ja, 30 Leute mit dabei, plus Juri Tepesh. Der hätte sich sonst noch qualifiziert und es sind so, wären so oder so 31 mit dabei gewesen. Und diese 31 sehen wir dann morgen nochmal. Aber bevor wir morgen springen, schauen wir jetzt nochmal in dieser Reihenfolge an die Wiederholung an. Alamomo, Ganges und Laie. So, hier sehen wir nochmal die drei Besten nach dem ersten Durchgang, angefangen mit Andreas Alamomo, der auf 146,5 Meter gekommen ist nach seinem guten Sprung hier und Rang 3 hiermit belegt.
Danach haben wir Kenneth Ganges, der relativ spät im ersten Durchgang noch eine Weite auf 147,5, glaube ich, gesetzt hat, wenn ich mich nicht irre. 147 sind es, okay. Und dann zum Schluss haben wir den Stefan Laie aus Deutschland, der hier auf 148,5 Meter gekommen ist und damit erstmal deutlich führt. Ja, das waren die der erste Durchgang. Danke fürs Zusehen. Bis morgen und springt schön brav weiter.